Hallo und herzlich willkommen zu TCG Professor. In diesem Video wird es um alle Informationen zum Super Pre-Release Event gehen und generell, was ihr dafür wissen müsst, was danach passieren wird, wie ihr euch dafür anmeldet und was da generell halt so passiert. Es wird vom 30. September bis zum 6. Oktober ungefähr gehen. Es sind für jeden Tournament Store, die sich dafür anmelden konnten, also eins eurer Locals. Es ist genau dieser Zeitraum, in dem sie zwei Events halten können. Sie können vielleicht auch zwei an einem Tag halten. Dabei geht es darum, dass man mit den vier Super Pre-Release Starter Decks, die ich euch auch nochmal genau zeigen werde, damit ein Turnier zu spielen, bei dem ihr versucht natürlich den ersten Platz zu machen. Geplant war es mit 8 Teilnehmern, aber es werden wahrscheinlich mehr sein. Bei unserem Store jetzt werden es 32 pro Event sein, weil die genau 32 Decks bekommen haben pro Event. Dabei wird es das grüne, das rote, das blaue und das violette Deck geben, also die ganz normalen Starter Decks. Abgesehen davon, dass sie einen Stamp haben, einen goldenen, da steht Super Pre-Release drauf. Und dass die Leader eine alternative Art-Version haben, bei der sie, naja, ich glaube, das ist so ein Anime-Style. Werde ich euch gleich aber auch noch zeigen. Und dann will ich zu dem zweiten Thema kommen. Dann ist hier auch schon mal das erste, was für mich interessant ist. Das hier ist die Super Pre-Release Winner Promo, wie hier auch schon drauf steht. Das wird dann der entweder einer von 8 oder einer von 32 der Gewinner halt bekommen. Die Karte wird wahrscheinlich sehr teuer werden. Dann gibt es eine Teilnehmerkarte. Die ist quasi dasselbe Artwork, nur nicht in so Gold und hat auch keinen Foil. Und die würde jeder der 8 bekommen. Also der Local Betreiber halt nur 8 zugestellt bekommen hat, werden die entweder verlost oder Top 8 bekommen die oder so. Das ist vom Store zu Store unterschiedlich. Bei unserem Store ist es jetzt so, dass der Winner die Winner-Promo bekommt und dann der zweite, der dritte und der vierte Platz jeweils eine Participation-Promo. Und dann werden die anderen 5, glaube ich, restlichen werden dann verlost, was bei 32 Leuten wahrscheinlich auch was Schönes ist, weil es nicht nur um Skill geht und jeder mit diesem Game halt erst anfängt. Ja, dann wird es auch noch Promo-Packs geben, ich weiß jetzt nicht wie, und es könnte sein, dass wahrscheinlich bekommt jeder einfach eins, das werden welche verlost. Anmelden kann man sich wahrscheinlich lokal meistens beim Store selbst. Viele bieten das noch nicht mit Bandai TCG Plus an, weil, weiß ich nicht, wahrscheinlich sind die zu Vorsicht anzumelden oder wollen sich auf dieses neue System noch nicht verlassen. Dann kommen wir mal zu dem ersten Starter Deck. Das ist das Starter Deck 1, also das Straw Hat Crew Deck, wie man hier auch sieht. Das sind ganz normale Karten, abgesehen davon, dass sie hier diesen Stamp haben. Und hier ist auch dieser Stamp drauf und die Leader halt diese andere Artwork-Variante haben, weil das hier ist zum Beispiel das Original und das hier ist halt die alte Art. Ist jetzt, naja, Ansichtssache, ob es besser ist oder nicht. Dann gibt es hier das zweite Starter Deck, also Kid, Supernovas oder Worst Generation. Und auch hier sind einfach auf jeder Karte diese Super Pre-Release Stamp drauf und das alternative Artwork, wieder Ansichtssache. Hier ist dann das blaue Deck, das ist Warlords of the Sea, auch wieder ein alternatives Artwork. Und dann schließlich hier das violette Starter Deck mit auch einem sehr lustigen Artwork, wie ich finde. Ja, kann man nicht wirklich viel zu sagen, sehr interessant. Aber die Karten sind glaube ich dieselben geblieben. Die Boxen sind ein wenig kleiner, weil da diese Unterlegmatte, die bei den ersten Starter-Decks drin sein wird oder war, die wird da fehlen und dann kommt da was anderes rein. Ich glaube, da ist nicht, also da ist nicht viel anderes drin. Da sind so, da steht irgendwas von Rule Index Cards, die sind hier. Und ich glaube, da wird auch nicht viel Besonderes noch drin sein. Das sind halt die Stamps, das Alt Artwork und ich glaube, das reicht sogar als Promotion. Und ja, ich bin sehr hyped auf das Event, aber es gibt sogar noch mehr, die Errata und Rule Changes. Also das ist jetzt nicht wirklich was Großes, es sind, die Texte wurden halt viel gechanged hier zu Up To, damit du das nicht spezifisch anwenden musst, sondern einfach, es kann, also du kannst es machen, aber du musst es nicht, das ist der größte Change bei allen Karten, sodass du halt nicht drauf angewiesen bist. Oh ja, das ist bei fast allen diesen Karten. Bei Bonnie ist es glaube ich ein bisschen anders, hier wurde das Up To weggemacht. Also da musst du jetzt 5 Karten suchen, das heißt theoretisch, falls dein Deck nur noch 3 Karten hat, dann kannst du den Effekt halt nicht mehr anwenden. Ob das jetzt ein großer Change ist, weiß man jetzt nicht, ich bin noch nie out of deck gekommen. Dann kommen wir zum nächsten, eher wichtigeren Änderung, nämlich dass die Rule jetzt besagt, anstatt dass du, wenn du Damage bekommst, irgendeine Live-Karte bekommst, sondern dass du jetzt die oberste
von deinen Live-Karten halt dir anschaust und guckst, ob da ein Trigger ist oder nicht. Und ja, dann steht hier nochmal, dass der Kaido geändert wurde zu Abzu, aber das ist jetzt auch kein großer Change. Dann kommen wir auch noch was danach, nach dem Super-Release-Event wichtig sein wird, sind die Deck-Limited Battle. Dafür brauchst du ein Super-Release-Deck, was du beim Super-Release bekommen kannst und wahrscheinlich, ich weiß nicht, Retail werden die wahrscheinlich ein bisschen teurer sein. MSRP ist $12, aber bei uns bekommt man die so für 19, das heißt, man kann schon so, es kann ein bisschen teurer werden. Hier ist noch nicht wirklich viel Infos wurden hier rausgebracht, aber du bekommst ein Promo-Pack, ein Don-Sleeves, das sind die hier. Das sind, glaube ich, 10 Stück. Es kann sehr gut sein, dass es einfach nur, eine Plastikbox ist. Dann, wenn du Top 32 bist, bekommst du nochmal 3 Promo-Packs. Der zweite bekommt eine Serial Numbered Limited Promotion Card. Also sowas wie bei den japanischen gab es auch sowas. Da wird Top 32, ich weiß nicht, ob das auch nur Packs waren. Aber Serial Numbered Promotion Card, das waren, ach, die sieht man hier nicht, aber bei dem japanischen war das so ein Ruffy. Und da waren oben 1 bis 500, glaube ich, waren das. Die waren halt dann immer markiert. Das war eigentlich alles zum Super Release, was ich euch präsentieren kann. Das war alles, was wir bisher wissen. Bisher ist gut, weil ich mache das Video irgendwie 4 Tage vor dem Super Release. Ich weiß nicht, ob wir dazu ein Video machen werden, weil es ist schwer, auf so ein 32-Leute-Event eine Kamera mitzunehmen, wenn es nur in so einem kleinen Store ist. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert gerne, falls ihr wollt, natürlich. Und wir planen auch in nächster Zeit auf Twitch zu streamen. Falls was in den Kommentaren verlinkt ist, schaut gerne vorbei. Dann könnt ihr uns beim Spielen oder Trainieren zusehen. Weil wir wollen uns ein bisschen vorbereiten, auch wenn es jetzt ein bisschen spät ist. Tschüss.